Ahoi ihr Lieben, ich bin mal wieder in einem Hafen, wo ich schon das ein oder andere Mal war tatsächlich. Erkennt man's? Naja, ihr könnt es euch lesen in der Beschreibung. Barcelona ist es mal wieder und dort hinten befindet sich die niegelnagelneue Carnival Horizon. Ja, heute musste ich mal mit dem Taxi hier fahren vom Flughafen und 39 Euro kostet das fix. Ja, und das war wirklich so chaotisch, weil es war Stau und eine derart rabiate Taxifahrerin. Ja, also habe ich dann noch kein Trinkgeld gegeben. Aber gut, ja, jetzt bin ich hier, hat alles geklappt. Bis 16 Uhr sollte man einchecken. Ja gut, 45 Minuten. Ich habe echt dieses Mal lange gebraucht, ja. Also wir sind gelandet, 12:45. Seitdem sind 2,5 Stunden vergangen, weil wir über eine Stunde aufs Gepäck warten mussten. Danke Ryanair, ja. Aber gut, so, also jetzt klingelt auch schon das Telefon. Da ruft wahrscheinlich irgendjemand an, der fragt, wo ich bleibe. Und es geht an Bord, kommt mit. Was hier durchaus auch mal einen Blick wert ist, das neue Terminal E hier in Barcelona. Bin ich auch noch nicht gewesen tatsächlich. Das sieht ja richtig schön aus, Mensch. Immer wieder ein besonderer Moment, ja, das Betreten eines neuen Schiffes. Ah, ja, hier sind wir gleich in diesem sehr markanten Atrium mit diesem Trichter, nenne ich es mal. Ja, jetzt, wo ich wieder da bin, erinnere ich mich auch tatsächlich sowas schon mal, hallo, sowas schon mal auf der Carnival Vista gesehen zu haben. Ja, also gucken wir mal, Kabine ist schon fertig, also gleich mal hin da. Wenige Minuten erst an Bord, schon treffe ich hier auf eine großartige Innovation. Jeder kennt das Problem oder wer schon auf einem riesen Kreuzfahrtschiff war, mit diesen Fahrstühlen. Das kann ja so nervig sein. Man steigt ein, eins und dann Stopp. Eins, Stopp. So, hier macht man Folgendes. Man gibt an, wo man hin will und hier draußen. Und dann wird einem ein Fahrstuhl zugewiesen, also einer von 8 Stück. So, dass dann ganz intelligent gesteuert wird, ja, dass der dann möglichst selten halten muss. Also das ist mal wirklich was richtig Cooles. Ja. Eigentlich überraschend, dass ich das noch nie gesehen habe vorher, dass es das bislang noch nicht gab. Aber das ist, finde ich, richtig gut. Auch mit dem Check-in hat man das relativ elegant gemacht. Man verteilt nämlich gar keine Bordkarte, sondern die steckt hier an der Tür. 7430, das ist schon wieder eine neue Zahl, die ich mir merken muss. Das ist ja eine große Herausforderung an meinem Job. Ja, dass ich immer wieder neue Zahlen lernen muss. Im Grunde müsste das auch hier, ja genau, die Karte ist im Umschlag, funktioniert auch so, man hält die da nur ran, nehme ich natürlich gleich noch aus dem Umschlag. Und es geht in die Kabine. Jawohl, doch, das kommt mir bekannt vor. Ja, also, doch, ich war ja wie gesagt eben auf der Vista und so, doch, das kommt einem dann doch sehr bekannt vor, ja. Draußen auf dem Flur, muss man sagen, schon so sehr, auch erinnert so ein bisschen so an AIDA in den früheren Jahren. Ne? Also gut, so Gepäck, schnell mal reinholen, die ganze Technik und dann gucken, ob es hier noch was zu essen gibt. Mal gucken, was ja, also wird es ja eigentlich, 16 Uhr, Seenot- Rettungsübung und so weiter, also schauen wir mal. Ja, den ganzen Technikkram habe ich hier schon mal ausgepackt. Ja, und bevor es jetzt dann doch was zu essen gibt, gehe ich jetzt erstmal zur Seenotrettungsübung, wie sich das gehört. Es hat erstmal 25 Minuten gedauert, bis dann wirklich alle da waren. Ja? Und dann war das aber innerhalb von 5 Minuten erledigt. Und jetzt sind erstmal die raus, die irgendwie im Rollstuhl sitzen oder so, was ja ganz sinnvoll ist. Ja, damit die irgendwie erstmal den Fahrstuhl bekommen können. Und ja, dann ist das auch gleich beendet nach einer halben Stunde. Was hier jetzt noch fehlt auf der Kabine nach der Rettungsübung ist mein Koffer. Jetzt kann ich hier mein Stativ gar nicht aufbauen für ein Timelapse-Video, weil da ist das Stativ drin, sowas Doofes. Naja, aber ich habe wirklich immer noch nichts gegessen hier. Man glaubt es nicht, dass ich das durchhalte. Ne? 16.47 Uhr und ich wollte heute Morgen nicht frühstücken, weil ich gedacht habe so, okay, das tut ja vielleicht auch mal gut. Habe ich aber dann doch gemacht und seitdem habe ich auch nichts mehr gegessen. Ne? Also konnte ja auch keiner ahnen, dass sich das alles so ewig heute hinzieht. Auf der Suche jetzt schon mal nach dem Essen hier im Marktrestaurant, so nenne ich es immer, ja. Also da merkt man also wirklich so, ja, das ist wirklich, da hat man sich wirklich bei der Konzernschwester AIDA bedient. Also das kommt einem doch sehr bekannt vor. Ein bisschen voller jetzt hier. Wenn ich jetzt hier ein Sandwich essen will, vielleicht gucke ich doch mal nach einem Burger. Und wo ich das hier gerade sehe, das finde ich ja auch immer super. Hier diese tollen Maschinen zum Händewaschen. Also für faule Menschen wirklich perfekt. Ja, ich hatte es fast befürchtet, was hier die Burgerschlange angeht, auch der ein oder andere. Tja. Wobei es geht. 10 Leute. Zeit dann hier gleich für die Sail Away Party auf diesem ja doch immer sehr speziellen Pooldeck. Right
So, ich habe jetzt hier doch einen Burger ergattert. Die waren beim letzten Mal so lecker. Wahnsinn. Ja, und wie kann man das Erlebnis jetzt noch krönen? Mit einem schönen Becher ungesüßten Eistee. Denn ihr wisst ja, das sind die Getränke, die im Reisepreis enthalten sind. Hier also so Limonade steht da einfach nur. Oder eben Eistee ungesüßt. So, herrlich. Und jetzt waren wir noch nach was Süßem, ja, nach dem kleinen Burger. Und da habe ich jetzt nur noch das gefunden. 24 Stunden verfügbar, ja, Softeis. Und da ist er mittlerweile angekommen, mein Koffer. Und wie es der Zufall so will, sind wir doch noch gar nicht ausgelaufen. Ich dachte um 5, aber wahrscheinlich habe ich mich da verguckt. Sind wir immer noch da, kann ich ja doch noch ein Auslaufvideo machen. Was man hier dann erstmal bekommt, ist ganz schön viel Papierkram, ja. Ich schmeiß dann immer relativ viel auch schnell wieder weg, ja, weil ich dann ein bisschen Platz schaffen muss. Aber manchmal lohnt es sich auch hier das Kleingedruckte zu lesen. Das hier ist eine Kreuzfahrt, die nur Häfen innerhalb der EU ansteuert. Das bedeutet, ich muss Mehrwertsteuer zahlen. VAT, Value Added Tax heißt es, ne? So, also das heißt, auf Getränke kommt nochmal nicht nur eine Service Charge von, ich glaube, 18% drauf, sondern zusätzlich auch noch 10% Umsatzsteuer. Das machen ja amerikanische Reedereien gerne mal so, also deutsche Reedereien wie AIDA oder so, die lassen das weg, auch wenn es eine reine EU-Cruise sind. Das kalkulieren die in den Preis rein, aber hier zahlt ihr quasi ja immer das nochmal obendrauf. Zum Abend hin habe ich mir jetzt noch mal ein Hemd angezogen, wobei es ist heute Abend Cruise Casual Night, was also fast jeden Abend ist. Da kann ich eigentlich sogar Shorts im Restaurant tragen, ja. Man glaubt es nicht tatsächlich, also das ist hier möglich. Es gibt allerdings dann auch pro Reise eine Cruise Elegant Night und so, da ist das dann verboten, ja. Aber das ist jetzt hier ja wirklich fern davon, jetzt hier einen besonders strengen Dresscode zu haben. Jetzt hatte ich euch ja die neuen Fahrstühle hier gezeigt, wo man eben draußen angibt, wo man hin will. Hat aber auch den Nachteil, hier drin kann ich jetzt gar nichts mehr drücken. Hier ist gar kein Knopf mehr. Ja. Das ist natürlich erstmal verwirrend, wenn man es nicht anders kennt. Ja. Aber es ist natürlich total sinnvoll, ja, dass man das eben außen macht und dann eben den entsprechenden Fahrstuhl zugewiesen bekommt. Aber klar, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ach so, guck mal, da oben kann man dann immer noch sehen, guck mal, die A fährt nach 10 und so, also da steht das dann auch mal nochmal drauf. Also ich finde es richtig gut. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wenn man sich jetzt hier mal umschaut, hier auf dem Schiff, das ist hier die Limelight Lounge. Da findet schon Karaoke statt sogar. Aber nicht so richtig viel los. Casino gibt es natürlich auch, und zwar auch ein richtig großes. Da ist natürlich jetzt wieder die Frage, gibt es jetzt hier einen Münzschieber, wo ich jetzt endlich mal das Münzschieber-Experiment machen kann, ja? Was soll ich sagen? Tatsächlich, hier ist natürlich nicht nur einer, sondern gleich mehrere. Da vorne habe ich auch schon welche gesehen. Also wie läuft das Ganze ab? Ich werde jetzt mal Folgendes machen, und zwar $100 da reinschmeißen. Also dann morgen und dann ja mal gucken, was dann am Ende dabei rauskommt nach den $100. Da bin ich echt sehr gespannt, wollte ich immer schon mal probieren. Warum erst morgen? Hätte ich auch jetzt machen können. Ja, es ist erstmal noch so ein Empfang hier, denn wir sind ja mit so einer Pressegruppe tatsächlich hier, oder beziehungsweise ich glaube nur 2 Leute aus Deutschland oder so, aber einige andere noch, und da treffen wir uns gleich schon. Also deswegen ist jetzt gar keine Zeit, aber ich werde es machen dieses Mal. Es kommt also noch in diesem Video, versprochen. Die Carnival Horizon hat auch so ein Lanai-Deck, also so ein Deck, wo man außen langlaufen kann. Ja, jetzt gerade besonders schön, weil es so schön windstill ist und die Sonne geht so ganz langsam unter. Ich meine, gut, so 1,5 Stunden haben wir noch. Ja, also es ist eine ganz besonders schöne Atmosphäre und vor allem ist es leer und ruhig hier. Kein Mensch, also wenn ihr vorhin vielleicht dachtet, so auch ein bisschen laut. Ja, aber es gibt dann hier durchaus auch Ecken, wo es ein bisschen ruhiger ist. Der Mann, den wir dort sehen, das ist John Heal. Der Mann ist so unglaublich erfolgreich auf Facebook. Also hat, weiß ich, über 100.000 Fans, dreht dann immer irgendwelche Videos. Also das ist im Grunde, ist das so ein Typ wie ich. Also nur, dass er halt für Karneval arbeitet. Das ist im Grunde der Unterschied, ja. Jetzt auf Deck 11 wieder. Und bevor es gleich zum Abendessen geht, ins Aufpreisrestaurant GG Asian Kitchen. Nochmal der Blick hier auf das hintere Pooldeck. Ist das nicht schön? Ups, so toll gerade hier mit der Sonne. Würde man am liebsten gerade da bleiben, aber es geht ja jetzt zum Essen, also kommt mit. Musik.
Ihr habt das Essen gesehen, eine ganz bunte Mischung war das. Und zwar wird das so, man nennt das Family-Style-mäßig serviert. Ja, also es wird auf den Tisch gepackt und jeder kann sich was nehmen. Das Ganze kostet übrigens dieses Restaurant Aufpreis von $15 pro Person. Und was soll ich sagen, das, was wir da hatten, ob Shrimps oder Rindfleisch oder Crepe zum Nachtisch oder, das ist wirklich ausgesprochen lecker gewesen. Ja, also auch wenn man berücksichtigt, der Aufpreis ist ja wirklich extrem gering. Ja, also deswegen würde ich sagen, dieses GG, ja, sollte wirklich jeder mal gemacht haben, der hier dann länger auf dem Schiff ist, auf jeden Fall. Also das hat mir ausgesprochen gut gefallen. So, ja, das war er dann auch schon, so dieser halbe Tag an Bord. Aber wir machen ja noch weiter in dieser Vlog-Folge und ich hänge auch den nächsten Tag gleich nochmal mit dran. Also gehe ich jetzt erstmal ins Bett und dann sehen wir uns morgen wieder frisch und munter, hoffentlich. Und simsalabim haben wir jetzt auch schon den nächsten Morgen. Es ist kurz vor 10, ja. Ich habe im Prinzip ganz gut geschlafen. Die Bettdecke war mir ein bisschen zu schwer, also ziemlich schwer fand ich die. Das ist so, oh, gar nicht so, man ist es gar nicht so gewohnt, wenn man sonst immer so eine leichte Decke hat. Aber gut, ja, so, was steht jetzt an? Jetzt erstmal Pressekonferenz, ist ja auch immer dann gerne mal bei solchen Reisen für Medienleute. Ja, dann gucken wir mal, gefrühstückt habe ich jetzt gar nicht, weil ich auch noch so satt war von gestern Abend. Aber es gibt hier immer so einen tollen Seetagsbrunch, also den gucke ich mir später auf jeden Fall auch mal an. Ja, das ist die Location, wo dann hier eben die Pressekonferenz stattfand. So richtig viel Neues gab es dann natürlich nicht. Also über die LNG-Neubauten, die sie AIDA ja auch bekommt und Carnival bekommt ja baugleich, hier wurde jetzt noch nicht viel verraten, eigentlich gar nichts. Auch, dass sie unterschiedlich sein werden, ja. Also, ja. Aber es war schon ganz interessant, dann so im Ganzen mal zu hören. Und es gibt jetzt auch nach wie vor keine Pläne, jetzt mit Carnival größer nach Europa zu gehen. Also bislang sind sie eigentlich nur hier, wenn sie neue Schiffe haben. Ja, also das wird auch nicht verändert, weil es eben so ist. Ne? So ein Unternehmen muss ja immer gucken, nur nach dem Motto, Mensch, es funktioniert für die so gut auf dem US-Markt in den USA mit unterschiedlichen Abfahrtshäfen. So, da muss man jetzt nicht auf Krampf jetzt nach Europa kommen, weil warum, ja, wenn es auch so läuft. Ja. Also ist dann so, ist natürlich ein bisschen schade für die Carnival-Fans, die es immer auch in Europa gibt. Die müssen halt dann weit reisen. Es ist Zeit für etwas, ja, was ich seit Monaten angekündigt habe, ja. Das Münzschieber-Experiment, ja. Also $100 werde ich da jetzt mal reinschmeißen. So viel, wie ich noch nie in meinem Leben, sonst schmeißt man da vielleicht mal 1-2 Euro oder so rein. Aber jetzt mal $100, ne. Und ich will wirklich wissen, wie viel Geld kriege ich am Ende dann dabei raus. Das finde ich extrem spannend. Also da drin darf man nicht filmen allerdings. Also deswegen werde ich das mal so ein bisschen, ja, illegalerweise machen. Also deswegen werde ich da drin jetzt nicht groß reden können. Aber ihr werdet natürlich jetzt optisch schon mal dabei sein, ja, was da passiert. Und dann sehen wir mal hinterher das Geld. Zurück aus dem Casino. Ja, war jetzt nicht so ganz einfach, weil man da drin halt nicht so wirklich filmen darf. Ja, dann konnte ich schon sagen, so Timelapse, ist das okay? Ja, okay, na gut. Ich habe da wirklich wie so ein Irrer dann immer das Geld reingesteckt. Ja, so bim, bim, bim. Weil das ist immer mal so ein Traum. Ja, ich meine, früher, wenn man da so, hat man mal so als Kind so 2-3 Mark investiert und hat nie was so richtig dann zurückbekommen. Irgendwann war das Geld weg und ich dachte, Mensch, ich will doch mal testen. Man schmeißt 100 rein. Wie viel kommt da jetzt bei raus? Und ich würde sagen, jetzt zähle ich mal das Geld. Also das wird wirklich spannend. Also das Gefühl ist da schon ein bisschen wieder auch rausgekommen. Also ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, also mal gucken. 400 Stück waren es ja, also 400 Quarter Cent sozusagen. Also gucken wir mal. So, was für ein Gefühl jetzt das hier mal. Oh mein Gott. Es auszukippen. Ich meine, boah. Mal gucken, wie viel noch. Also ich glaube, also 400 Dinger sind das nicht mehr, aber am besten zähle ich das jetzt einfach mal. Was man noch dazwischen hat, sind so, ja, bunte Chips einmal. Da muss man wohl das Wort Bonus bilden. Ich habe aber jetzt irgendwie nur 3 Stück davon. Irgendwo ist noch ein dritter. Ach, hier, ja. So, also B-O-N. Ja, keine Ahnung, ob man jetzt dafür auch schon was bekommt, ohne das Us am Ende. Ja, aber gucken wir mal, wie viel hier jetzt noch ist. Und die Geldzählung ist beendet. Also ich habe hier immer so Haufen gemacht. Kann man das da sehen? Ja, mit 5 Dollar jeweils. Also, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mal 5, $65. Und hier kommen nochmal 1, 2, 3,
einzelne Dollar sozusagen, dann sind wir bei 68 Dollar. Ja, also das bedeutet, ich habe ungefähr ein Drittel verloren. Ziemlich genau ein Drittel. Also 32 Dollar. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier für diese einzelnen Buchstaben hier noch was bekommt. Keine Ahnung. Aber ja, überall. Das sind doch schon mal Zahlen, damit kann man arbeiten. Ja, also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ihr wisst irgendwie, ein Drittel ungefähr werdet ihr wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit verlieren, ist er denn, ihr habt noch mehr Glück als ich. Kurz vor 12:30 haben wir es und da ich ja nicht wirklich gefrühstückt habe, ja, ist es dann jetzt mal Zeit fürs Essen und da habe ich jetzt hier mal in der App geguckt. Also es gibt jetzt tatsächlich hier noch bis um 13 Uhr den wunderbaren Seetagsbrunch. Das ist wirklich, werdet ihr gleich sehen, eine wirklich nette Geschichte bei Karneval im Hauptrestaurant. So, wenn man jetzt hier mal guckt auf die Karte, da gibt es also wirklich ein Riesenangebot. Bagel Breakfast, frische Früchte, Caesar Salad, Eggs Benedict, Omelette, zwei Eier und. Ja, oder aber auch so Dinge hier jetzt, Mac and Cheese, also so Macaroni mit Käse. Oder aber hier sogar Rinderfilet, ich glaube, das nehme ich mal hier mit Fried Eggs. Wobei, ich bin mega langweilig, bin jetzt, glaube ich, das dritte Mal mit Karneval in den letzten Jahren unterwegs. Ich esse das dann immer. Ja, und Pappardelle and I'll wait some bread. Yeah, I'm this croissant, yes. Yeah. My name is Artem, we work together with Mr. Peter. Was ich jetzt denn hier doch schon mal bekommen habe, auch wenn ich es gar nicht bestellt hatte, etwas Obst. Ach, guck mal, aber haben sie sehr hübsch gemacht hier, oder? Echt schick, mal was anderes. Nicht einfach nur so einfallslos, richtig kreativ. Und da ist es dann gekommen, hier das Hauptgericht, so mit zwei Spiegeleiern, over easy habe ich sie bestellt, dann so ein bisschen Kartoffel und eben einem Rinderfilet mit Soße Bernays. Das sieht doch wirklich schon mal lecker aus. Und jetzt noch ein kleines Dessert, ja, ein Karamell-Cheesecake mit gesalztem Karamell. Der sieht aber auch gut aus hier, oder? Also, wenn ich jetzt mal probiere. Und, na. Sehr karamellig. Sehr schön. Wobei, das Salz schmecke ich gar nicht, aber. Ach, das ist da dann drin. Lecker. Wie ist er nun gewesen, der Brunch? Ich fand ja wirklich ganz hervorragend. Also das war wirklich richtig lecker. Was den Cheesecake angeht, ja, da wollte ich eigentlich nur die Hälfte essen, weil ich dachte, reicht auch. Aber was soll ich sagen, ihr seht es, ja, am Ende war er komplett weg. War richtig gut, ja. Aber gut, ich meine, guck mal, es ist jetzt 12:45 und ich meine, vor dem Dinner heute Abend muss ich dann auch nichts mehr essen, so, ne? Also, ja. So, jetzt habe ich ja hier noch das ganze Geld und diese ominösen Plastikchips, von denen ich nicht weiß, ob sie was wert sind. Also, die werde ich jetzt mal zurückbringen. Ich meine, die Alternative wäre natürlich, da jetzt noch eine zweite Runde zu spielen und eine dritte Runde, aber dann wäre das Geld irgendwann weg. Das wäre ja auch schade drum, ne? Hätte ich das Wort Bonus komplett gehabt, hätte es 100 Dollar gegeben. So gab es nur für jeden Buchstaben 1 Dollar. Na super. Aber jetzt nochmal offiziell hier das Ergebnis. Also 20, 40, 60, 70, 71 Dollar, 72 Dollar, 73 Dollar, 73 Dollar 50. Also das heißt, der ganze Spaß hat mich jetzt 26,50 Dollar gekostet. Also ja, ungefähr ein Viertel. Also das ist ja jetzt doch sehr überschaubar, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, was soll ich jetzt mit dem Geld? Das kann ich jetzt an der Rezeption einzahlen. Würde man jetzt zu den Menschen gehören, die schon wieder Hunger haben? Ich gehöre nicht dazu. Man könnte jetzt zur Tea Time kommen hier im Hauptrestaurant. Und man sieht schon, das sieht alles sehr lecker aus hier. Schokoladentorte, Beeren und. Ja, also besonders das hier. Aber ich habe, wie gesagt, überhaupt gar keinen Hunger jetzt. Was macht nun eigentlich das Wetter heute am Seetag? Ja, relativ frisch, würde ich sagen. Also ich schätze mal so, naja, 15 Grad oder so. Jetzt auf dem Weg nach Sardinien, also nicht ganz so toll. Aber trotzdem, ich ziehe mir jetzt, glaube ich, meine Jacke an und dann gucke ich mal, ob ich noch diesen Skyride nutzen kann. Wir haben es immerhin jetzt schon ja, kurz nach 4, also bis 5 Uhr bis 17 Uhr funktioniert das noch. Skyride werdet ihr sehen, das sind diese Fahrräder in der Luft. Ja, hier bin ich ja nun beim Skyride. Das Problem ist natürlich so am Seetag, ja, eine etwas längere Schlange dann doch. Ja, ob ich das jetzt noch machen sollte. Und der Klettergarten ist ja hier auch. Vielleicht ist das erstmal was ich jetzt mache, der Klettergarten. Mit dem Ton wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig da gleich, weil ich natürlich da kein Mikrofon oder so mitnehmen kann, sondern einfach hier nur die Brustkamera. Also wenn ihr euch da wundern solltet, ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also das wird dann eher so ein Schnelldurchlauf gleich. So. Ja gut, das hier ist jetzt hier so die Variante. Ach so, ja, man darf sich ja, soll sich ja auch nicht da am Dings fest, am Seil festhalten. Das ist ja witzig. Ja gut, also jetzt mal todesmutig hier rüber. Ja, Na, man gar nicht gesehen, muss ich doch mal hier festhalten, aber das wackelt aber auch so doof, ey. Oh.
Ja. So. So, Station 1. Das war schon mal gut. Ich wollte gerade sagen, am besten einmal ganz schnell darüber, aber mit dem Gewackel hier, ey. Oh. Ja. Also ohne Sicherung möchte man das nicht machen. Ah. Hier kann man sich halt gar nicht jetzt festhalten, ne? Also am besten darf man wahrscheinlich gar nicht so runtergucken und sagt so, okay, Step by Step. Ah, jetzt habe ich mich ja recht mal festgehalten. Ah, so. Ja, der Riesenklettergarten ist das Ganze jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ja. Es gibt dann immer eben eine leichte und eine schwere Variante. Ich habe da manchmal die leichte Variante gewählt, aber ja, ich meine, gut, jeder wie er kann, ne? Also das war ja schon mal erfolgreich mit dem Klettergarten. Jetzt habe ich mal hier im Programm geguckt, was übrigens hier dicht beschrieben ist mit 1000 Sachen hier. Uch, es ist sogar auch noch die Rutsche geöffnet. Die ist ein bisschen länger sogar geöffnet. Bis 18 Uhr hier der Dr. Seuss, Waterworks, ja, bis 18 Uhr. Da gucke ich jetzt nochmal hin, weil so eisig kalt ist es jetzt auch nicht. Und ich bin ja nicht aus Zucker, ne? Also insofern, das geht schon. Ja, was ist noch heute hier? Später noch Show. Guck mal, das Military Appreciation Gathering. Also da bedankt man sich für Leute, die in der Armee sind oder in der Armee waren. Ja, sowas gibt es. Also, ja gut, ist ein amerikanisches Schiff. Da sind da solche Sachen ganz groß geschrieben. Lip-Sync Battle gab es schon, Jackpot Bingo. Punchliner Comedy Club. Große Geschichte hier auch mit zwei Comedians. Einer 18:30 und 19:30, die andere, oder Kane Brown, keine Ahnung, ob es Mann oder Frau ist, 21 und 22 Uhr. Also, das ist schon ein großes Thema hier, aber ich nehme euch nachher mit in Soulbound, wenn man da filmen darf. Production Show, aber jetzt erstmal Rutsche. Was jetzt erfahrungsgemäß aber nicht schaden kann, wenn ich jetzt die GoPro noch entsprechend vorbereite fürs Rutschen, weil sonst beschlägt sie, wenn ich sie jetzt mal ein bisschen aufwärme, uch, jetzt läuft es gleich über ihr, aber in einem Glas heißen Wasser. Also mal gucken, das soll dann hoffentlich dann führen, hoffe ich mal, Gott, da kommt Luft raus, ist gar nicht dicht hier oder was? Oh Gott, naja, habe ich wieder ein gutes Thema, ne, für das Video, undichte GoPro. Oder so, Wasserschaden, die besten Aufnahmen alle abgesoffen, naja, irgendwie sowas. Also mal gucken, ob es gleich klappt, weil das ist halt echt doof, wenn man da bei diesen Rutschen-Videos, wenn man dann da irgendwie eine beschlagene Linse hat vorne. Also lassen wir es mal ein paar Minuten drin und dann gucken wir mal. Gott, ist das Wasser kalt, ja, aber das ist natürlich nicht so ganz richtig. Es lag einfach daran, dass die Lufttemperatur nun noch nicht so warm ist. Da kommt einem das natürlich ein bisschen sehr frisch vor, aber so bei 30 Grad in der Karibik, ja, da ist das wahrscheinlich eine super Geschichte. Es sind ja nun zwei verschiedene Rutschen, ja, und dann die Variante. Mir hat die besser gefallen, würde ich sagen, ja, wo ein bisschen mehr Action ist. Also das war die dann ohne den Reifen, also das war dann diese hier, nämlich Something. Ja, aber auch mit dem Reifen, das hat halt, ist halt auch ganz witzig letztlich, ja, weil es ist ein bisschen ruhiger insgesamt. Aber man muss schon sagen, hier diese Rutschen, sehr, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Also, aber halt dann eher so bei 30 Grad in der Karibik, ne? Kurz nach 18 Uhr haben wir es ja und es war ja klar, ich hatte vielleicht dann doch nochmal Hunger, ja. Und da habe ich dann hier so ein Sandwich hier aus diesem Deli mir geholt. Mit Chicken und Rucola und Avocado warm gemacht auf einem Brezelbrötchen. Laugenbrötchen heißt das, nicht Pretzelband. Ja, Laugenbrötchen. Ja. Mit so einer, ich glaube, Senfsoße ist das. Also, das ist wirklich ausgesprochen lecker. Also,
Ja, ich würde sagen, auch was so Snacks angeht, das ist so mit Karneval, als ich mal kennengelernt habe, ich war auf der ersten längeren Reise mal 2013 oder so, ich würde sagen, da hat sich doch jetzt mittlerweile einiges getan. Und was gibt's dazu? Natürlich hier den guten, ungesüßten Eistee. Prost. Nach dem Tee noch etwas für meine Koffeinsucht, ja? Also Sucht ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich habe heute einen Kaffee getrunken. Jetzt noch ein doppelter Espresso hier im, wie heißt das? Blue, Java Blue Café oder was? Kostet tatsächlich nur der Espresso, der doppelte Espresso, $2.25. Das ist nicht sehr viel. Wobei jetzt wieder 15% Service Charge und 10% Umsatzsteuer dazukommen. Aber trotzdem, das ist noch relativ günstig. $2.25, also $2.83 waren das dann, glaube ich. Und so langsam startet auch schon das Abendprogramm hier auf der Carnival Horizon. Essen erst um 20.15 Uhr mit fester Tischzeit. Also man hätte das auch so bekommen können, dass man essen kann, wann man will. Aber ich habe nur einen festen Tisch mit fester Tischzeit. Das heißt, die Show gibt es für mich vorher schon, 19.30 Uhr. Und ja, davor dann noch irgendwie ein Getränk mit dem Kapitän im Atrium oder was. So, da gucke ich gleich mal hin. Heute übrigens Cruise Elegant Night. Cruise elegant, Kreuzfahrt elegant. Das muss jetzt nicht der Anzug sein, aber ein bisschen, ja, ein bisschen mehr. Ich meine, guck mal, also ich tauge doch damit mindestens zum Fashion Influencer, oder? Hier, zwei verschiedene Dunkelblautöne elegant kombiniert, würde ich sagen, ja. Ja, also viele sind natürlich auch irgendwie im Anzug oder Jackett oder so da, aber auch so ist es eigentlich hier an Bord völlig in Ordnung. Des Kapitäns war jetzt doch noch gar nicht. Irgendwie spielen die da noch Musik. Ja, aber deswegen dachten wir, gehen wir jetzt doch mal hier ins Theater, in die Liquid Lounge zur Show jetzt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Was war das? Ah ja, Soulbound war das. Soulbound, also gucken wir mal. Das Theater auf jeden Fall ganz interessant, weil es so multifunktionell zu nutzen ist. Man kann nämlich, ups, unscharf hier, man kann nämlich unten die ganzen Plätze da auch wegnehmen, da wo die ganzen Menschen sitzen, kann man sehen, ja. Und das kann man wegnehmen und kann das dann hier multifunktional nutzen, kann hier dann auch Partys feiern oder so. Das ist ganz intelligent gemacht halt. Bedeutet aber auch, man sitzt hier unten wirklich waagerecht, was nicht so optimal ist. Also ja, hat man nicht so perfekten Blick. Tolle Sänger waren das gerade in der Show, ja, tolle mitreißende Musik, also ja, kann sich wirklich sehen lassen. Jetzt geht's hier zum Dinner, ja, und ich habe sogar gesehen auf der Karte heute sogar Hummerschwanz. Das ist ja jetzt so für den Massenmarkt jetzt nicht so wirklich selbstverständlich mehr, weil das ja sehr teuer ist im Einkauf. Ich weiß gar nicht, ob ich den heute esse, also ja, lasst euch mal überraschen, was es jetzt geworden ist. Und was gab es zum Dinner? Ja, ich hatte einmal den Shrimp-Cocktail. Ja, der war jetzt von den Shrimps her so, ich sag mal, relativ unauffällig. Dann hatte ich noch als Vorspeise eine sehr leckere kleine Portion Spaghetti Carbonara, die waren wirklich wunderbar. Dann hatte ich Seabass, ja, also Fisch, ein überraschend großes Stück. Ja, wobei ich sagen muss, so die Soße oder so, ja, das war nicht so ganz Geschmack, also da fehlt ein bisschen Geschmack der Soße. So, dann hatte ich einen Salzstreuer benutzt, dann kam kaum Salz raus. Also das war jetzt nicht so ganz optimal, muss man sagen. Ja, dann hatte ich noch so eine Schokoladenschnitte mit Schokoladensoße drauf. Das ist wirklich ganz ausgezeichnet gewesen. Und dann hinterher noch Käse. Eine, muss man ja sagen, für US-Massenmarktverhältnisse ausgesprochen große Auswahl. Denkt man so, fünf Sorten. Er war fast ein bisschen zu warm. Er hatte schon ein bisschen geschwitzt, der Käse so oder so. Aber ja, das war schon im Großen und Ganzen wirklich eine ganz, ganz nette Geschichte. Ja. Und ich würde sagen, jetzt noch mal ein bisschen gucken, was geht hier sonst noch so. Mit zwei Kollegen bin ich hier noch unterwegs, mit Carmen und Franz. Und ein Cocktail sollte vielleicht noch so drin sein, jetzt so langsam so am Abend Richtung Feierabend. Ne? Wenn man mal so guckt, was ist hier noch so los am Abend. Es ist jetzt, ja, 10:30, kann man sagen, so einiges. Alchemy Bar. Ja, hier gibt es so tolle
Mojitos hätte ich beinahe gesagt. Nee, es sind Martinis. Richtig gut. Was ich aber besonders mag bei Karneval, das ist die Piano Bar. Man sieht schon, es ist hier, wie sagt man so schön, packed, richtig voll. Gucken wir mal rein mit einem Piano-Entertainer, der am Klavier sitzt und singt. Meistens richtig gute Stimmung. Das machen wir ja jedes Mal. Sorry. Ja, hier im Casino darf ich ja nicht filmen. Deswegen bin ich da einmal nochmal durchgegangen. Natürlich aus Neugier. Ja, das ist krass, wie viel da los ist. Ja, brechend voll. Ich meine, gut, man darf da halt auch noch rauchen. Ja, das ist nicht bei jeder Cruise Line so, aber das ist wirklich irre. Ja, und wirklich, da wird gespielt ohne Ende. Also, ja, das lohnt sich für Karneval am Ende richtig. Ach, guck mal, hier sind wir auch noch nicht gewesen. Hier eine Sportsbar. So, was? Entschuldigung. Oh, sorry. Wieder der HSV spielt um den Abstieg hier wahrscheinlich. Nee. Wenn das Video online ist, ist er längst abgestiegen wahrscheinlich. Aber, wobei, wir wollen es nicht hoffen. WHU gegen STK. Was auch immer, WHU gegen STK. Was kann das sein? WHU, ich habe keine Ahnung. Und wieder zurück auf der Kabine. Ja, hier ist auch schon das Tagesprogramm für morgen. Ups, plus irgendwelche Angebotszettel im Zweifel. Ja, also hier mal wieder rein. Ja, ich habe hier jetzt eine andere Karte reingesteckt, denn man kann sonst nichts laden, wenn die Karte nicht da ist. Also schon per USB, aber eben nicht mit den anderen Steckdosen. Ja, ihr seht schon, es sieht chaotisch aus hier, aber so ist das halt, ne, wenn man das ganze Technikzeug hier dabei hat. Ja, das war Vlog Nummer 1. Ich bin jetzt gar nicht sicher von der Länge her. Uch, ich mache hier mal das Licht an. Ah, ist jetzt wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen länger geworden, aber man fragt sich dann immer so, ist genug passiert? Ich glaube, dieses Mal schon. Ja. Insofern, eine Folge kommt noch morgen. Da habe ich hier noch einen ganzen Tag. Ich wollte eigentlich dann auf Sardinien irgendwie von Bord gehen, aber ich habe noch so viel zu tun, weil der Live-Rundgang ist noch nicht mal gedreht. Ja, das geht natürlich nicht. Also insofern, ja, das ist gewesen. Insofern, wenn ihr mal Angebote checken wollt von der Carnival Horizon, dann klickt mal auf den Link und gebt auch gerne natürlich einen Daumen nach oben. Würde mich freuen und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.